die Magnetfeldlinien eines geradlinigen elektrischen Leiters können durch Eisenpulver sichtbar gemacht werden. Sie sind kreisförmig. Ihre Orientierung kann durch die Finger der rechten Hand gezeigt werden. Es reicht, dass der Daumen der rechten Hand in die technische Stromrichtung zeigt, das heißt vom Pluspol hin zum Minuspol, und die Finger geben dann die Orientierung dieser Magnetfeldlinien an. Die Permeabilität μ einer Materie drückt ihre Magnetdurchlässigkeit aus. Im Vakuum und in der Luft wird diese magnetische Permeabilität mit μ-Index 0 bezeichnet und ihr Wert ist 4 mal Pi mal 10 hoch minus 7 Tesla mal Meter geteilt durch Ampere. An einem Punkt P, der sich im Abstand R von dem elektrischen Leiter befindet, kann man die magnetische Feldstärke groß B berechnen durch diese Formel von Biot-Savart. Die magnetische Feldstärke groß B ist gleich zur Permeabilität mal die Stromstärke I geteilt durch 2 mal Pi mal diesen Abstand R. Diese Formel nennt man Formel von Biot-Savart zu Ehren dieser beiden französischen Mathematikern Jean-Baptiste Biot und Félix Savart.